Hier kann jemand hinkommen zum Blutabnehmen. Zum? Blutabnehmen. Ach so, ja, klar. Macht Sinn, ja. Da winken schon wieder zwei. Ich glaube, ist eine schöne Ader, ne? Die ist gut, ja. Ja, so kann man mit zufrieden sein. Das kann man. Das ging ja schnell, ne? Ja, ja. Ja. Hat's wehgetan? Nö. Nö. So, hier haben wir eine ganze Familie, die zum Typisieren war. Gut, die beiden Kleinen noch nicht, aber der Papa durfte und die Mama. Was hat euch dazu veranlasst, hier hinzukommen? Unheim-WV. Das war sehr nett, wunderbar. Und jetzt, jetzt mal, ihr wolltet helfen, natürlich, klar. Und dann beide, und ihr habt ja auch beide Kinder. Und war das ein inneres Bedürfnis, das zu tun? Ja, natürlich. Aber auch so, ne? Also, ja. Man fühlt natürlich sensibler ein, ne? In die Familie. Also ich denke, wenn man selber Kinder hat, weiß man, glaube ich, was die Eltern der Julia alles mitmachen. Ne? Definitiv. Man kann sich da schon einiges vorstellen, wie furchtbar das ist. Ja. Ja. Ja, dann wollen wir hoffen. Was ist denn, wenn ihr jetzt Lebensretter werdet? Schön. Das wäre klasse, ne? Ja, für Julia und wenn man dann noch selber weiß. Julia! Ja. Du warst bei der Julia. Julia, ne? Wir sind für die Julia, ne? Genau. Ja. Zeig mal dein Pflaster. Zeig mal dein Pflaster. Wo ist dein Pflaster? Da, ach ja, Mensch. Da. Junge, das zeigen wir der Julia, ne? Vielen Dank. Ah, hier ist ein ziemlich kräftiger Arm. Da ist bestimmt viel Blut drin, ne? Da kann man für zwei Kinder spenden, oder? Also von mir aus. Liebe Zuschauer, ich bin hier in Stommeln in der Christina-Schule. Und wie alle wissen, findet hier heute die Typisierung für die kleine Julia statt. Und ich sehe, es ist ganz schön was los. Und was genau hier passiert und wie viele Leute schon hier waren, das frage ich jetzt mal die Frau Steinbauer. Das ist die Frau Steinbauer von der Deutschen Knochenmark-Spender-Datei. Und von ihr will ich jetzt wissen, was war heute los, wie viele Leute waren hier und sind Sie auch zufrieden mit dem Ergebnis hier in Stommeln? Also ganz vorab, es ist sensationell bisher gelaufen. Wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es etwas schleppender läuft. Und zwar einfach nur deshalb, weil die Pulheimer ein sehr spendenfreudiges Völkchen waren und viele Bürger bisher schon typisiert waren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben bis jetzt 1700 neue Spender, was sensationell ist und ich freue mich riesig darüber. Also Sie sind zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Es ist 1700 Spender sind 1700 Spender. Und dafür, dass Pulheim sozusagen schon fast leer typisiert war, ist das unglaublicher Erfolg. Jetzt ist es kurz nach vier und es dauert noch eine Stunde, ne? Und was passiert dann? Also wenn wir um 5 Uhr, wenn hier dann sozusagen alles fertig ist, dann nehmen wir die Blutproben alle mit nach Hause, bereiten alles fürs Labor vor. Und morgen früh kommt direkt der Kurier und wird das direkt in unser Dresdner Labor bringen. Und dann wird die mit der Auswertung der Proben begonnen. Wann können wir dann so ungefähr mit dem Ergebnis rechnen? Also die Auswertung der Proben dauert, bis die letzte Probe ausgewertet ist, ungefähr einen Monat. Und dann dauert es natürlich noch eine gewisse Zeit, bis die ersten Voruntersuchungen bei den Spendern, die in die nähere Auswahl kommen, bis die durchgeführt worden sind. Das heißt, so die allerersten Ergebnisse werden ungefähr nach 8 Wochen da sein. Jetzt letzte Frage. Hier sitzen ja, ich schätze mal, bestimmt 50 Mitarbeiter von Ihnen rum. Sind das alles Angestellte oder sind das alles Freiwillige? Nein, das sind nicht alles Angestellte. Wir sind von der DKMS zu zweit heute hier und alles andere sind ehrenamtliche Mitarbeiter aus Pulheim. Es sind also viele Krankenschwestern, Rettungssanitäter, Ärzte, viele Leute, die einfach die Daten erfassen. Also das ist alles Pulheimer Arbeit.
Und die sind alle gekommen, auf den Aufruf von Ihnen hin, sind die alle gekommen, haben gesagt, wir wollen helfen. Wir können zwar kein Blut spenden, aber wir spenden unsere Arbeitskraft. Genau, also es sind viele gekommen, die selber schon typisiert sind. Viele von den Helfern sind schon früher, haben sich früher typisieren lassen. Und ich hatte hier eine Gruppe vor Ort. So ist das, ist die ganze Arbeit immer zusammen. Das heißt, es gibt die DKMS und eine Gruppe vor Ort. Und wir beide haben das so zusammen, sozusagen auf die Beine gestellt. Also ist ein logistisches Problem schon, das sehe ich hier. Und Gott sei Dank sind viele gekommen, ne? Ja, also das war, wir heute Morgen um 8 standen schon ganz viele Feuerwehrleute da, die haben uns alle beim Aufbau geholfen, die Cafeteria läuft, es wurden Kuchen gebacken, es sind ganz viele Ärzte da, also es ist wirklich von der ganzen Logistik her, also auch nochmal großes Kompliment an die Gruppe vor Ort, das haben die richtig toll gemacht, also ich bin mehr als zufrieden und glücklich. Also man kann sagen, die Pulamer, die kann man für sowas gut gebrauchen, ne? Die Pulamer sind ein Spitzenvölkchen, das haben sie jetzt mehrfach bewiesen heute nochmal. Ja, dann vielen Dank und wir hoffen, dass es was bringt, dass das Ergebnis, das wir alle erhoffen, auch dabei rauskommt. Danke.